Was auch krank war, war es der Transfermarkt? Ja, ne, ja, ein bisschen. So ein bisschen. Ja? Was denn? Ja. Ich glaube, Thema Nummer eins für uns hier jetzt im Podcast ist, glaube ich, so ein bisschen, ich sag mal, der Kruse-Transfer würde ich jetzt mal in den Raum Max werfen. Power. Der Max, der Supermax. Wo ist er denn hingewechselt? Wer kann mir das mal sagen hier? Darf ich? Darf ich? Ja, darf ich? Natürlich. Das ist mein Maxchen. Ich liebe diesen Fußballer, ja. Ich finde ihn ja total bescheuert und gut, also bescheuert auf, also die gute Art von bescheuert. Ich finde ihn ja, es ist einfach so ein Charaktertyp. Max Kruse hat damals zu Bremen gewechselt, als wir am Boden waren. Seine Karriere auch so ein bisschen. Und hat uns ja echt stabilisiert. Dann ist er gewechselt, wir sind abgestiegen. So läuft das halt. Und jetzt ist Max Kruse halt gedacht, er ist jetzt noch verrückter. Damals zu Bremen war er schon, hey, was macht der bei uns? Aber das macht ja jetzt auch der Cater. Aber jetzt denkt sich Kruse, jetzt gehe ich, weil mich irgendwie gar keiner mehr will in der Bundesliga, gehe ich in die zweite Liga zu Paderborn. Und ja, würde jetzt in Paderborn wahrscheinlich gut abgehen, oder? Nee. Nein? Glaube ich nicht, nee. Wird der jetzt nicht 37 schon? Scheißegal. 37 ist der. Ja, nee. Der ist sogar im, ich behaupte jetzt einfach, der kann sich im Mittelkreis hinstellen und kann den Pirlo machen für die zweite, dann ist er der Zweitliga-Pirlo. Ja, aber in der zweiten Liga wird auch viel gerannt und ich glaube, dafür ist er zu dick. Ich guck mal, wie dick der ist. Dann wechseln er halt immer nur zu 45, dann ist er 45 Minuten, Max. Das kann sein, ja, wenn überhaupt. Aber selbst das reicht ja aus, ne? Wenn du 45 Minuten deine Klasse zeigen kannst. Und auch ein Tor vorbereitest oder auch ein Tor machst, dann reicht das doch, dann hat sich das doch schon rentiert. Ja, der wird Max Kruse super halt auf Gehalt verzichten, kannst, oder? Der wird ja mega auf Gehalt verzichten. Der hat nur noch mal Bock zu kicken, oder? Ja, das ist auch, denke ich auch mal. Ich meine, der hat Bock zu kicken, hat jetzt seit, wann ist der auf Vertrag aufgelöst worden? Ende November? Ja, ich bei denke, die Winterpause, Wolfsburg. Ne? Ja, Ende November wurde der Vertrag aufgelöst und und der hat jetzt auch einen Jahresvertrag bei Paderborn bekommen, ja, und genau. Kriegt die Nummer 10. Also für Paderborn ist es halt ein Versuch. Ich denke mal, die sagen sich selber, ey komm, so ein Spieler, der auch Bundesliga-Niveau hat oder hatte. Ja, der hat das Bundesliga- noch. Ja. Also die Fitness vielleicht nicht, Spielpraxis auch nicht, aber die spielerische Klasse, die hat er. Genau, das meine ich. Das fußballerische Verständnis, das hat er ja auf jeden Fall. Und da können wir. Ich lasse mich mal überraschen, was der Transfer so mit sich bringt. Ne? Was der für mein Lieblingswort, für einen Mehrwert für den SC Paderborn bringt. Ich glaube, dass er dem SC Paderborn halt in nichts schaden wird. Also das ist so, es ist so ein Transfer, der kann nur Vorteile bringen oder halt gar nichts. So. Meine ich. Ich glaube nicht, wie gesagt, das Budget wird dementsprechend so leistungsbezogen wahrscheinlich sogar sein, dass er einen leistungsbezogenen Vertrag hat, vielleicht so mit einer Pokerklausel. Ja, dementsprechend, wenn er liefert, wird es ja teurer, wenn er nicht liefert, wird es ja dann günstig. So, und ich denke mal, die werden ja wissen, was sie da haben. Der Typ spielt nur noch Call of Duty und Poker und der hat seinen Twitch-Kanal. Ja. So. Und seinen YouTube-Kanal mittlerweile. Oder sogar das auch noch, ja. Ja, mit seiner Frau. Ja, die machen ja immer diese. Ist das, wo die immer die Bundesliga tippen? Das auch und so Challenges und etc. Also ganz viel. Das ist übrigens voll schlecht. Ich habe dieses Tippen da mal gesehen, das ist so schlecht. Aber gut. Weil das kann jeder tippen. Da kann ich meine Mutter hinsetzen, die Quoten zeigen, die wird immer so tippen wie die. Das ist total lächerlich. Aber gut. Ja, natürlich. Es gewinnt immer Bayern, es gewinnt immer Leipzig, es gewinnt immer der Favorit. So, das ist so, ja gut, okay Leute, das ist jetzt auch nicht spannend, das so zu tippen. Ich habe aber noch ein Funfact zu Kruse wegen Paderborn. Das letzte Zweitligaspiel von Kruse war gegen Paderborn am 6. Mai 2012 mit St. Pauli. Tja. Mega. Hat er nämlich ein Tor gemacht beim 5-0-Sieg gegen Paderborn. Ist denn Pauli eigentlich mit dem damals aufgestiegen? Ja, ne? Boah, du scheiß Fragen. Weil das war ja die goldene Ära, Max Kruse, Finn Bartels, zusammen bei St. Pauli und ich weiß nicht, er ist ja danach, glaube ich, dann zu Freiburg, dann zu Gladbach, dann zu Wolfsburg und so weiter und dann zu Bremen. Aber ich weiß gar nicht, ob St. Pauli mit ihm aufgestiegen ist oder ob er einfach von denen halt rüber gewechselt ist, zu Freiburg. Der ist
zu Freiburg auf jeden Fall gewechselt 2012. Aber ob der mit denen aufgestiegen ist, das kann ich nicht sagen. Ich glaube nicht, weil unter seinem Titel steht nicht drauf Aufsteiger. Den Titel gibt es auch nicht. Nee, es gibt, wenn dann nur den Zweitligameister. Naja, es gibt nur den Meister, weil Bremen hat nur eine Meisterschaft und die hatten wir schon, die ist schon ein bisschen länger her, also die Zweitligameisterschaft. Sonst steht da nichts von Titeln. Ja, gut. Sonst noch was? Nee. So Kruse? Nee. Sonst kann man kurz beiläufig erzählen, dass Liverpool beziehungsweise Leipzig hat seinen zweiten Spieler, guten Spieler abgegeben nach Nkunku, und zwar Szoboszlai wechselt zu Liverpool. In für den dritten 70 Spieler, Millionen. Leimer ist doch auch weg. Stimmt, der Leimer ist auch noch weg, stimmt. Stimmt, Leimer ist auch noch weg, ablösefrei. Aber den zweiten Spieler, den sie für Geld verkaufen, sage ich mal, ja, Liverpool holt sich Szoboszlai, ich weiß immer noch nicht, wie der geschrieben wird, für 70 Millionen. Auf jeden Fall ein S vor dem Z. Ja, das ist Szoboszlai. Ah, stimmt, okay. Ja, für Leipzig interessiert mich jetzt nicht so sehr. Ja, der nächste wird jetzt anscheinend Guardiol sein. Mhm. Ja, steht auch im Raum für 100 Millionen. Ja. Also sagen wir so, können sie sich auf jeden Fall von dem Geld einen neuen Club noch kaufen, dann haben sie zwei Clubs in der ersten Liga. Beziehungsweise müssen wir wieder unten anfangen, der kommt wieder hoch, dann haben sie zwei Clubs in der ersten Liga. Ja, alles. ja, cool. Und sonst, Hernandez ist nach 4 Jahren, wechselt er zu Paris. Das Projekt München hat sich nicht gelohnt für die Bayern, oder hat sich, er war ja damals, Hernandez war ja der teuerste Transfer von den Bayern, ne, für 80 Millionen damals vor 4 Jahren den Hernandez geholt. Aber der hat auch, ist die beste Entscheidung, die sie machen konnten, die Bayern, dass sie den abgeben. Auch jetzt so für die Hälfte von dem, was der damals gekostet hat, plus Bonuszahlungen. Aber ein Spieler, der ist ja gut, aber ein Spieler, der halt die Hälfte seiner Spiele verpasst hat in den 4 Jahren, naja, was willst du mit so einem dann auch, ne? Dann versuchst du da doch noch irgendwie Geld zu machen. Ja, weg mit dem. Ja, und dann haben die den halt für knapp 40 Millionen verkauft und haben sich dann den besten Innenverteidiger der letzten Saison aus Italien geholt, den Minja Kim heißt der. Ist das jetzt durch? Der ist durch, der kommt zu den Bayern. Okay. Der kommt auch für um die 40 Millionen plus der Sockelablöse. Und ich habe mit dem lieben Kollegen Sertan am Wochenende drüber gesprochen und der sagte, Top-Innenverteidiger, er kennt ihn nämlich noch aus der Türkei auch, wo er bei Fenerbahce war, ist ein super schneller Spieler, der auch Pressing-Resistenz ist und gut in der Spieleröffnung. Kann sich gut ergänzen mit De Ligt. Oder De Ligt. De Ligt. Ja, das sind so die zwei Transfers, wo ich jetzt sagen würde, die sind so für die Bundesliga jetzt gerade beim Moment wichtig. Mehr viel fällt mir jetzt auch nicht ein. Ja, dann würde ich aber sagen, können wir noch mal kurz ein Update zu, gibt's irgendwas zu Köln zu sagen? Nö, ziemlich tote Hose, Duda ist weg. Ich habe am Freitag mit Daniel angestoßen zum letzten Arbeitstag von Anderson. Ja, dass die Knallertüte auch endlich weg ist. Nee, aber es ist momentan, ja. Was rein kommt momentan nichts. Ist ein bisschen enttäuschend gerade. Hollerbach ist ja jetzt, ist zwar noch nicht fix, aber der geht ja jetzt wohl anscheinend zur Union. Boah. Ja. Ansonsten ist es ja ruhig geworden. Bin mal gespannt. Ja, ja. Das stimmt. Mhm. FC macht seine Heimspiele in weißen Trikots. Mhm. Aber das sonst nichts, also mal gucken. Nichts Weltbewegendes aktuell. Ja. Im nationalen Fußball. Da sieht's aus. Alles klar. Ja, dann würde ich kurz zu Bremen was sagen. Bei Bremen bin ich, ja, ist auch, wie gesagt, gerade alles ruhig. Wir haben jetzt Dingschi geht nach Heidenheim, das finde ich gut. Spielpraxis in der ersten Liga. Das heißt, wenn wir absteigen, dann wahrscheinlich, weil Dingschi 2 Buden gegen uns schießt. Weil, was er in Bremen noch nicht geschafft hat. Er hat nämlich nur ein Tor, glaube ich, gemacht. Hat er 2 gemacht? Ich glaube, nur 1. Und das war bei seinem Debüt. Der gute Junge. Ich mag ihn, aber er braucht auf jeden Fall ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Vielleicht bekommt er die Chance jetzt bei Heidenheim und dann kann er sogar. Also ich hatte erst war das Thema Düsseldorf und dann hat Heidenheim jetzt den Zuschlag gekriegt. Finde ich eigentlich eine gute Entscheidung. Dann kann er sogar auf Erstliganiveau spielen. Ist natürlich, wenn er Spielpraxis kriegt, top. Für uns im besten Falle.
Sonst ist natürlich unser, habe ich jetzt im Podcast schon erwähnt, mit dem Italiener, der gegangen ist? Chia Doria? Nee, habe ich noch nicht erzählt. Das war irgendwie auch privat wieder irgendwo, ne? Wahrscheinlich, ja. Ja, Ja. jedenfalls der Nachwuchs-Innenverteidiger, halb Deutscher, halb Italiener, ist jetzt für 2 Millionen zu Gladbach gewechselt. Das tut verdammt weh, muss ich echt sagen. Also das ist echt schade. Wie gesagt, das ist aber Bremen selbst schuld. Man hätte da, wie heißt es, weil es ist eine leistungsbezogene Ausstiegsklausel, hätte man wirklich den mal mehr spielen lassen müssen. Erstens wäre er dann vielleicht nicht gewechselt und zweitens wäre er dann noch teurer geworden. Also, naja, da wurde echt gepatzt. Stattdessen haben wir jetzt zwei neue Jugendspieler geholt, unter anderem einen aus Leipzig, Ihadi heißt er, glaube ich, und der andere heißt, glaube ich, Kola oder so. Auch Cola. ganz junge Spieler, mal gucken. Sonst ist jetzt doch, was ich echt nicht geglaubt hätte, Dux soll wohl verlängern. Also ist wohl, der Vertrag ist wohl bis 2026 dotiert, also mit Option anscheinend. Durch ist es noch nicht, also noch abwarten, aber überrascht mich extrem, weil ich dachte eigentlich, dass der safe gehen wird. Aber anscheinend sind die Mannschaften nicht gekommen, weil aus dem Ausland war nicht interessant, weil es geht für Dux, geht es wirklich darum, dass er in diesem Jahr vielleicht noch versucht, zur Nationalmannschaft zu kommen. Und da hat er die beste Chance natürlich mit einem eingespielten Sturmduo. Wenn dann noch ein Kater da ist, der vielleicht dann sogar noch einschlagen sollte, ist natürlich für Dux bei uns vielleicht gar nicht so verkehrt. Abwarten. Aber cool. So. Das glaube ich soweit von Bremen erstmal, wo ich mal. Und natürlich habe ich heute Karten bestellt für Köln gegen Bremen. Mega. Sogar. Ja, heute habe ich mal, weil man konnte heute gegen die Bewerbungsphase los, habe ich halt mich beworben für zwei Stehplätze beziehungsweise zwei Sitzplätze. Mal gucken, ob ich eine Chance kriege. Weil über Victoria kriegt man keine Karten, die behandeln nur also Mitglieder und Dauerkartenbesitzer. Und über Bremen kann ich mich dann nur bewerben und jetzt versuche ich es mal wieder. Oh, guck an. Aber mir war das klar, dass Duxch nicht wechselt. Das finde ich krass, weil ich habe safe gedacht, der Nein. geht weg für 7 Millionen. Nein. Weil Julius meinte auch, den kauft doch Union Berlin. Dachte, ja, Champions League mit Union, Dux, warum nicht? Das ist halt mal dahingestellt, dass Duxch bei euch funktioniert. Keiner, der seinen Kader verstärken will, sagt, ich hole mir Marvin Duxch. Also mir fällt kein Verein ein. Ja, ich hab einen genannt, Union. Ja, auch der nicht. Man sieht's ja. Okay, ja. Ich hätte gesagt, doch. Naja, gut, war ja eine Vermutung. Freiburg, hätte ich vielleicht auch noch gesagt. Das sind halt diese Clubs, wo ich dachte, da wird er auf jeden Fall gut reinpassen. Freiburg mit Euroleague und wie heißt es halt, Union Berlin mit sogar mit Champions League. Fände ich natürlich zwei sehr, sehr interessante Vereine. Ja, aber ich gehe schon fast davon aus, dass wenn Dux noch mal wechselt in den nächsten ein, zwei Jahren, egal wo er hinwechselt, der wird da semi-gut spielen. Der wird jetzt nicht total reinscheißen, aber der funktioniert einfach gerade bei euch in diesem ganzen System da vorne drin. Aber sobald er den Verein verlässt, hat er Probleme. Bin ich eigentlich ziemlich überzeugt von. Ja, ich hoffe, das ist er auch, weil dann bleibt er. Ja, klar. Also ich hoffe, er ist derselbe Meinung wie du. Ja. Ja, coole Sache. Jetzt warten natürlich alle noch darauf ab, dass Füllkrug den Vertrag verlängert und das auch noch passt, weil Ja, gut. da dachte ich eigentlich, dass das hinhaut. Ich hoffe, dass Harry Kane kommt und das mit dem Bayern-Gelaber endlich mal aufhört, weil das geht mir voll auf den Sack, ey. Das ist so eine dumme Kacke, die man da überall hört. Deswegen, eigentlich will ich mich von so einem Kram immer distanzieren, aber man wird ja trotzdem immer bombardiert. Füllkrug zu Bayern, Leute, ey, ich bescheuert. Das Unwahrscheinlich. macht ja von hinten keinen Sinn. So, sind wir durch mit Fußball? Ja. Von meiner Seite aus, ja, gab ja Ey, nichts mehr krass. heute. Dann war das wirklich der kürzeste Fußballpart, den wir je hatten. Gottes Willen. Krasse Scheiße. Der ging jetzt eine Minute länger, weil ich das nicht gerade hinauszögere, als der Wie war eure Harry Kane Woche-Part. zu Bayern. Was? Können wir die Folge nennen? Der kürzeste Fußball-Talk aller Zeiten. Ja. Harry Kane zu Bayern. Was? Entschuldigung. Ja. Dann würde ich sagen, James. Ja. Beglück uns. Willkommen, willkommen.